Artikelnummer SCP-500. Objektklasse Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-500 ist an einem kalten und trockenen Ort zu lagern. Zu helles Licht ist zu vermeiden. Um Missbrauch zu verhindern, ist der Zugang zu SCP-500 nur Personal mit Sicherheitsfreigabe der Stufe 4 vorbehalten. Beschreibung: Bei SCP-500 handelt es sich um eine kleine Plastikdose, welche zum Zeitpunkt der Niederschrift 47 rote Pillen enthält. Eine oral verabreichte Pille heilt das Subjekt innerhalb von 2 Stunden von jeglichen Krankheiten. Die genaue Zeitspanne hängt von der Schwere und Anzahl der Krankheiten des Subjektes ab. Trotz ausführlicher Tests sind alle Versuche, den vermuteten Wirkstoff der Pillen zu synthetisieren, fehlgeschlagen. Notiz von Dr. Klein: SCP-Personal unterhalb einer Level-3-Freigabe ist es nun nicht mehr erlaubt, mit SCP-500 zu hantieren. Die Pillen sind nicht dazu gedacht, einen Kater zu heilen. Fangt euch AIDS ein und fragt dann um Erlaubnis. Antrag 500-1774-K. Dr. 500-0022-F hat eine SCP-500-Pille für Tests mit SCP-038 angefordert. Antrag wurde genehmigt. Antrag 500-1862-B. Dr. Giers hat eine SCP-500-Pille für Tests mit SCP-914 angefordert. Antrag wurde genehmigt. Antrag 500-2354-F. Dr. hat eine SCP-500-Pille für Tests mit SCP-253 angefordert. Antrag abgelehnt. Antrag 500-5667-E. Dr. Gibbons hat 2 SCP-500-Pillen für seinen persönlichen Erste-Hilfe-Kasten angefordert. Antrag abgelehnt. Addendum 500-1. Es wurde der Gebrauch zweier Pillen mit SCP-008 genehmigt. Das Ergebnis mehrerer Testreihen mit D-Klasse-Subjekten, die mit SCP-008 infiziert worden sind, legt nahe, dass eine vollständige Pille selbst in fortgeschrittenem Stadium eine vollständige Heilung bewirkt. Anzahl der Pillen beträgt 57 zum Zeitpunkt der Niederschrift. Dr. 500-0021-D. Addendum 500-2. Der Gebrauch einer Pille mit SCP-409 wurde genehmigt. SCP-500 wurde an Subjekt 409-D5 getestet. Dieses war zuvor den Effekten von SCP-409 ausgesetzt worden. Eine komplette Genesung wurde erzielt. Siehe Addendum 409-1. Anzahl der Pillen beträgt 56 zum Zeitpunkt der Niederschrift. Dr. 500-0021-D. Addendum 500-4. Antrag 500-1774-K wurde genehmigt. 5 Pillen wurden bei Experimenten mit SCP-038 benutzt. Es hat sich herausgestellt, dass SCP-038 in der Lage ist, SCP-500 zu duplizieren. Allerdings ist die Wirkung der Duplikate begrenzt. Die erstellten Pillen sind nur 30% der Fälle wirksam darin, die Subjekte zu heilen. Diese Quote nimmt mit Zunahme der verstrichenen Zeit seit der Duplizierung weiter ab. In 60% der Fällen mit permanenter Infektion bleiben die Infektionssymptome bestehen. Das Fortschreiten des Befalls wird jedoch neutralisiert. Es wird die mehrmalige Verabreichung der mit SCP-038 kopierten Pillen an alle Mitarbeiter, welche ein unheilbares Leiden aufweisen, empfohlen, da der Vorrat an SCP-500 immer noch sehr begrenzt ist. Addendum 500-5. Während der Experimente mit SCP-038 wurde eine Pille von Mitarbeiter D gestohlen, um nach eigener Aussage einen Kater zu heilen. Strengere Prüfungen für die Weitergabe von SCP-500-Proben an andere Projekte wurde vorgeschlagen. Mitarbeiter D wurde terminiert. Anzahl der Pillen beträgt 55 zum Zeitpunkt der Niederschrift. Addendum 500-6. Eine Pille wurde SCP-231-4 verabreicht. Anzahl der Pillen beträgt 54 zum Zeitpunkt der Niederschrift. Addendum 500-7. Eine Pille wurde im Experiment 447-A verwendet. Anzahl der Pillen beträgt 53 zum Zeitpunkt der Niederschrift. Addendum 500-8. Eine Pille wurde mit SCP-208 verwendet. Anzahl der Pillen beträgt 52 zum Zeitpunkt der Niederschrift. Addendum 500-9. Antrag 500-1862-B wurde genehmigt. Eine SCP-500-Pille wurde in SCP-914 gelegt mit der Einstellung Fein. Das resultierende Objekt wurde als SCP-427 klassifiziert. Anzahl der Pillen beträgt 51 zum Zeitpunkt der Niederschrift. Addendum 500-10. 5 Pillen wurden für das Olympia-Projekt entnommen. Es wurden aber nur 2 verwendet. Die 3 übrig gebliebenen werden in Kürze zurückgebracht. Bei der Rückkehr beträgt die Anzahl der Pillen 49. Addendum 500-11. 2 Pillen wurden für das Experiment 217 verwendet. Anzahl der Pillen beträgt 47 zum Zeitpunkt der Niederschrift. Addendum 500-12.
Der Antrag SCP-500 auf psychische Druckwirkung, welche zu einer zwanghaften Fixation führt, zu untersuchen, wurde wegen Trivialität abgelehnt.